Einen wundervollen guten Abend. Ja, heute ein unglaublich schöner Spruch, einer meiner Lieblingssprüche. Und weil ich mir das Beste mal zum Schluss aufhebe, nähert sich auch dieses Jahr dem Ende. Ja, also ich habe so die schönsten Sprüche so ein bisschen nach hinten getan, meiner Meinung nach. Ja, was ist nun? Und zwar nichts weiteres als der Klassiker aus Herr der Ringe. Du musst nur wissen, was du mit der Zeit anfangen willst, die dir gegeben ist. Ja. Für alle Fans, ihr wisst, wo das war. Das taucht zweimal im ersten Teil auf. Und zwar zuerst in Moria, wo er diese Worte, also wo Gandalf diese Worte an Frodo richtet, der an seiner Mission und an seinem Weg zweifelt oder generell am Schicksal, warum der Ring gerade zu ihm gekommen ist. Ja. Und das zweite Mal erinnert er sich an diese Worte, als er den Entschluss fasst, die Gruppe zu verlassen und den Weg mit dem Ring einzeln gen Mordor zu bestreiten. Ja, noch nicht wissen, dass Sam dann mitkommen wird. Zum Glück tat er dies dann. Ja, gut. Spoiler für alle, die es noch nicht gesehen haben, aber ich glaube, dieser Film, den hat jeder schon mal gesehen. Hoffe ich. Oder? Bitte, ich bitte um einen Kommentar, wer es jetzt noch nicht gesehen hat. Gut. Was diesen Spruch so unglaublich schön macht, ist, es stimmt, ja. Also, weil Frodo hat rumgejammert. Ist ja viel am Jammern, aber er ist ja auch eine schwere Bürde mit dem Ring wohl. Meinte so, ja, ich schaff das nicht. Meinte dann, warum musste der Ring auch ausgerechnet zu mir kommen? Und Gandalf meinte dann, ja, es ist nicht an deiner Stelle, es war nicht an deiner Stelle zu entscheiden, ob du den Ring hast. Du musst nur entscheiden, was du mit der Zeit anfangen willst, die dir gegeben ist. Ja, also ein bisschen gehört zu dem Spruch dazu, du musst mit dem, was du hast, quasi auch gucken, was du damit machen möchtest, ja, umsetzen möchtest. Ob du dieses Schicksal annehmen möchtest. Es ist ein bisschen was Schicksalhaftes in diesem Spruch, ja. Also es viel in unserer heutigen Zeit dreht sich ja darum, dass man mit, wenn man es nur will, irgendwie erreichen kann und dergleichen. Ich verneine das, auch mit diesem Spruch heute. Es ist auch irgendwie was Schicksalhaftes für uns, in uns, durch uns. Ja? Also, ich sag mal so, wir kommen nicht auf die Welt oder ein Kind, das auf die Welt kommt, das kann sich mal alles an Berufen aussuchen. Nein, es wird schon, das wird man merken. In den ersten 10 Jahren wird man merken, ah, aus dem wird mal einer, der in die Richtung geht, ja, oder ich gehe jetzt von einem Jungen aus. Und da sind so eine Dinge, die vorhersehbar sind, sind nicht ausgeschlossen, aber doch, ja, unwahrscheinlicher. Aber gut, dass sie nicht ausgeschlossen sind. Worauf ich hinaus will, ist, das Schicksal, das gibt uns halt gewisse Fähigkeiten und Lasten mit. Ja, und dann greift dieser Spruch, denke ich, am besten. Und zwar, du musst nur wissen, was du mit der Zeit anfangen willst, die dir gegeben ist. Ja, liebe Leute, kramt nochmal den ersten Teil raus und schaut euch die Szene an. Ich mag sie. Ja, schaut es euch nochmal an. Also, ja, für alle, die bis hier durchgehalten haben oder sich jetzt diesen Kanal reinziehen mit diesem Video. Bleibt weiter dran. Ansonsten habt ihr es bis zu einem der schönsten und wichtigsten Sprüche meiner Meinung nach geschafft. Und ja, ich glaube, das war auch der erste, den ich mir je aufgeschrieben habe. Also, macht das Beste draus. Schöner Spruch, schönes Wochenende, schöner Tag, schönes Jahr. Haha, so, genug. Und ja, falls ihr nicht noch immer einschalten solltet, wie immer, lebt wohl.